Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal der Unlimited Users. Heute gibt es ja ein schönes Spiel. Und zwar spiele ich heute Subnautica. Ja, ich mag dieses Spiel eigentlich sehr, jedoch bin ich noch etwas, ja, ich sage mal, unbeholfen in der Spielweise. Da ich erstmal gehen muss. Ah. Schlimm, schlimm sowas. Nein, da ich da ich in diesem Spiel noch nicht so viel weiß, wie alles funktioniert und so, also ich weiß schon mal, wie das ganze Anfangsprozedere läuft, was man da machen sollte. Aber ja, ich weiß halt, ab dann ist dann so, ja, nichts. Okay, so, dann würde ich mal sagen, wir starten heute mal ein Spiel, normal überleben. Und ja, die Menümusik ist sehr schön, wie ich finde. Sie hat so was Entspannendes. Ja, von diesem Spiel, es werden mehrere Folgen kommen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie viele es werden. Ob es nur 10 werden oder ob es 50 werden, ob es 2000 werden, keine Ahnung. Und ja, ich werde die Folgen so, ich denke mal so 20, 25 Minuten Folgen werde ich machen. Und ja, bin dann erstmal still. So. Erstmal draufhämmern. Draufhämmern hilft immer. Oh, Feuer. Löschen, löschen, löschen. Löschen ist wichtig. So. Wunderschön. Ding dong. Sind wir zu Hause? Dankeschön. So. Dann auf. Ja, nun, wir befinden uns auf einem neuen Planeten. Komplett unerforscht. Da ist unser Schiff, das ist abgestürzt. Wir sind hier in dieser wunderschönen kleinen Rettungskapsel. Und ich würde sagen, wir hüpfen jetzt mal ins Wasser. So. Ein bisschen Pilze mitnehmen. Pilze sind schön. So, wir brauchen dieses da. Copper is an essential component of all powered equipment. Your probability of survival has just increased to unlikely, but plausible. Ja, Titan können wir mal mitnehmen. Oh, was war das? Ein Fisch, komm her, Fisch. Ich kann nicht aufnehmen. Ah, ein Glubscher. Oh.
Oh. Schlecht. Sauerstoff, Sauerstoff. Ja. Wie fange ich jetzt am besten an? Wichtigste ist immer Sauerstoff in diesem Spiel, weil ohne Sauerstoff bist du mal ganz schnell weg vom Fenster hier im Wasser. Jetzt am Anfang ist es noch schlimm mit Sauerstoff, da man hier noch keine Flaschen hat. Okay, wo ist hier Schwefel? Schwefel? Wo? Oh, schon wieder kein Sauerstoff. Ja, den Sauerstoff sollte man nie aus den Augen verlieren. Sonst kann es ganz schnell sein, dass man mal weg vom Fenster ist. So, jetzt ist mir meine Frage, ist das hier, soll das Schwefel sein? Oh, wie kriege ich denn den da weg? Oder ist hier was? Ich nehme auf jeden Fall das Quarz mit. Na, alles was nehmen soll. Oh, Fisch. Ach ne, der natürlich ja. Okay. Was ist das? Okay, will ich lieber nicht wissen, was das ist. Oh. Was war das? Das hat ein Geräusch gemacht. Ah, das mit dem Sauerstoff ist noch schlimm. Ja, wie gesagt, das muss man so schnell wie möglich den Sauerstoff und alles. Oh. Ach so, das ist. Ah! Ja. Okay. Jetzt weiß ich, was das war. Okay, hier ist Höhlenschwefel, das ist gut. Oh, seit wann wohnen die denn sowas drin? Okay. Ja, Höhlenschwefel ist auch sehr. Ja. Ich will es nicht sagen nützlich. Ich sage einfach mal sehr. Sehr, 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 sehr vorteilhaft, es zu haben. Und zwar Fisch. Kann ich dich mitnehmen, Fisch? Ja, Fisch. Was zum Scannen? Ich will immer nicht reden, wenn die Alte was sagt. Ja, ich weiß halt, wie gesagt, wie weit ich hier komme. Und dann ist irgendwann auch Ende. Leider. So, was kann ich erstmal machen? Titan kann ich jetzt bauen. Glas kann ich auch bauen, das brauche ich dann auch noch. So, eine Batterie, das ist wichtig. Und dann baue ich erstmal eine Taschenlampe. Weil. Oh ja, na gut, ich kann noch eine Batterie bauen. Kann ich direkt noch einen Scanner mitbauen. Taschenlampen sind sehr gut. Wenn es nämlich Nacht wird, kann ich da auch noch was machen. Wenn ich jetzt zuerst den Scanner gebaut hätte und hätte jetzt kein Kupfer mehr gehabt. Oh, rede nicht so viel. Wunderschön. So, Wasser kann ich auch gleich herstellen. Und dann nochmal ein Lochfisch. Sieht ja sehr lustig aus. Disposing of the skeletal structure, bodily fluids, and internal organs, thus rendering them safe for human consumption. Okay. Ja, was mache ich jetzt am besten erstmal? Also ihr seht, wie viel Titan habe ich? 1, 2, 3, das ist gut. Kann ich nämlich direkt so eine Flasche machen, damit hat man mehr Wasser, mehr, genau, mehr Wasser. Nein, mehr Luft unter Wasser. Und kann somit länger was abbauen. Jetzt haben wir auch hier diese Flasche, aber dafür brauche ich Silber. Ja, Silber habe ich leider keine Ahnung, wie ich das herbekomme. Also noch nicht. Es wird bestimmt auch diesen Steinen sein, wo man auch Kupfer herbekommt, aber ja. So, was mache ich jetzt als nächstes? Am besten wäre das Reparaturwerkzeug.
Dafür brauche ich Silikongummi. Für Silikongummi brauche ich Schlingpflanzensamenbüschel. Die findet man an Schlingpflanzen. Wer hätte es gedacht? Also, auf nach Schlingpflanzen. So, erstmal kurz. Ich weiß, unter Wasser ist es jetzt die beste Idee, das zu machen, aber. Nebenbei kann man ja immer mal so einen kleinen Fisch mitnehmen. Und wieder freilassen. Boomerang. Den kann man leider nicht werfen. Da ist eine Schlingpflanze. Und da sind diese lustigen Viecher. Ich weiß noch nicht, ob die in irgendeiner Form böse sind. Also sie greifen einen selber nicht an, aber... Sie pupsen diese Dinger da aus und ich weiß nicht, ob die für einen giftig sind, wenn die explodieren. Ich weiß auch noch nicht, ob diese Dinger da giftig sind. Ich glaube, das kenne ich jetzt erstmal. Ich will wissen, was das ist. Weil die lassen diese... Die lassen diese komischen Blasen da blasen. Ist etwas. Habe ich was zu essen dabei? Ja. So. Life on this planet grows in unusually distinct and diverse ecological biomes. Further study recommended. Die redet zu viel. Also mit diesen Viechern da sollte man sich nicht anlegen. Okay, erstmal machen. Geh bitte weg. Danke. Währenddessen scanne ich dich. Wo ist er hin? Da drüben ist er. Ich muss nämlich an diese Dinger da unten. Ja, okay, ich gehe ja schon. Ne, ich gehe noch nicht. Weiß nämlich warum. Da ist so ein Stein. Den Stein will ich noch mitnehmen. Blei. Okay, Blei kann man später auch noch brauchen. Blei ist immer gut. Was gut wäre, wäre... Oh, Silber. Okay. Schön. Was ich eigentlich gerade sagen wollte, was gut wäre, wäre, wenn man Gold finden würde. Ah, fuck, jetzt muss ich nach oben. Also man hat, wenn es auf 0 ist, eine kleine noch gewisse Zeit, um nach oben zu kommen. Aber dann ist auch Ende. Irgendwann, ich weiß nicht, was passiert, wenn man stirbt, aber ich habe auch keine Lust, das eigentlich rauszufinden. Deswegen mache ich es einfach mal nicht. So, diese Dinger habe ich jetzt immer noch keine Ahnung. Titan. Titan brauche ich nicht. Ich brauche eigentlich... Was brauche ich? Kupfer. Ja, ich brauche eigentlich Kupfer und Silber. Was ist das? Kreaturenei. Na, die brauche ich jetzt noch nicht. Damit kann ich jetzt eh noch nichts machen. Kupfer. Okay. Also die Aurora gast so ein bisschen aus an Radioaktivität oder was auch immer. Und ja. Was macht der da mit meinem Metall? Ich wollte mir das gerade holen. Okay, hol ich mir halt nicht. Hol ich mir das. Ach nee, geht gar nicht. War's voll. Da rennt er einfach mit dem Schrott weg. Der Spasti. Schon 200 Meter weg gewesen, ey.
Ja, also wie ihr seht, in dem Spiel geht es eigentlich komplett nur darum. Man ist abgestürzt, da ist das Schiff, da ist die Rettungskapsel. Irgendwo gibt es auch noch eine Insel. Ich habe keine Ahnung, die müsste so in diese Richtung da sein. Das ist ein wunderschöner Mond. Schrägstrich Planet. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt ein Mond oder ein Planet ist. Und ja. So. Dann bauen wir jetzt erstmal das hier. Und dann. Nee, das nicht. Höhlenschwefel. Hatte ich nicht Höhlenschwefel? Da ist Höhlenschwefel. Das Reparaturwerkzeug ist sehr wichtig. So, und dann baue ich mir jetzt noch so ein Feldmesser. Mit ein bisschen Titan. Noch Silikongummi. Ein bisschen Schmierstoff. Noch mehr Schmierstoff. Und noch mehr Silikongummi. Und dann habe ich immer noch genug von dem Zeug. Ach, Scheiße. Okay. Also welche Fische ich eigentlich immer empfehlen würde zu braten, beziehungsweise zu kochen, wie man es hier macht, sind diese hier, also eigentlich alle bis auf diesen Blasenfisch, weil aus Blasenfischen lässt sich Wasser gewinnen. Und ja. Wasser ist immer gut zu gewinnen. Hatte ich jetzt schon. Ne, hatte ich noch nicht. Tja, also man kann keine weiteren Waffen machen, außer das Messer. Ist natürlich sehr vorteilhaft. So, also, jetzt hat es hier irgendwelche Nachrichten. Von wegen Notsignal oder so. Also man sieht, das, was da hier steht, stimmt manchmal nicht mit dem überein, was gerade gesagt wird. Ist der Hirnkoralle, was macht die denn? Ein beständiger. Ach, okay, also diese Blasen sind Sauerstoff. Okay, das ist natürlich sehr vorteilhaft, da muss man nicht immer auftauchen, sondern kann mit diesen Pflanzen arbeiten. So. Ja. So, als nächstes werde ich dann. Das Problem ist halt, dieses Konstruktionswerkzeug, das kostet viel. Dazu brauche ich, deswegen habe ich auch schon nach Gold gesucht, weil man dafür viel Gold braucht. Also nicht viel Gold, aber man braucht überhaupt Gold. Gold. Ja, habe ich halt nicht. Und ich weiß leider auch nicht, wo man es findet. Ich finde es gut, dass ich schon mal Silber gefunden habe. Weil mit Silber kann ich, wenn ich noch eins finde, diesen Kabelsatz machen.
Und den brauche ich dann ebenfalls für das Konstruktionswerkzeug. Ich glaube, ich mache direkt noch mal eine Batterie. Ich dann jetzt einfach hier in das Ding lege. Und ja. Den Bleianzug kann ich leider noch nicht bauen, weil man das Blueprint erst dann freischaltet, wenn das große Schiff explodiert. Was ich aber noch nicht weiß, wann es das tun wird. Also ich weiß, dass es passieren wird. Aber ich weiß nicht wann. Oh, ups. Ich will mal auf Escape drücken, aber für Escape passiert ja gar nichts. Man muss ja Tab drücken. So, dann tauchen wir noch mal ein bisschen. Wie gesagt, mal gucken, wenn ich jetzt hier durch so eine Blase tauche, was passiert? Aha, tatsächlich. Das ist natürlich sehr gut. Oh, ein Seegleiterfragment. Eins von zwei. Okay. Hirnkoralle. Bloop. 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 Kann man dich abbauen? Oh lol. Also viel brauche ich nicht. Ups. Habe ich jetzt irgendwas? Irgendwas habe ich jetzt noch fallen lassen. Was fehlt denn jetzt? Habe ich nicht. Nee, anscheinend nicht. Okay. Dann. Was trinken? Ist er ja fallen lassen. Fällt das Wasser? Habe ich denn schon? Nee, habe ich sogar tatsächlich noch nicht. Die werde ich noch machen. Ich werde mir dann in der nächsten Folge. Ja, werden wir hier noch ein bisschen erkunden. Und dann werde ich mir diese Dinger brauche ich auch noch. Werde ich in der nächsten Folge mich auf die Suche nach Gold machen. Weil ich unbedingt Gold brauche für dieses Konstruktionswerkzeug. Das ist sehr wichtig. Und ja. Falls nicht, werde ich vielleicht mal ein bisschen offscreen suchen gehen, aber ich glaube nicht. Deswegen möchte ich das einfach in der nächsten. Ach, hier war ich schon drin. Okay. Kann ich das töten? Wo ist es? So, jetzt ist es tot und. Ich kann es nicht aufnehmen oder so. Oh, 15 Sauerstoff nur noch. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Alles gut. Alles wunderschön. So. Dann würde ich sagen, das muss als erste Folge erstmal genügen. Ja, wie gesagt. In der nächsten Folge dann nach Gold suchen, damit ich dann irgendwann mir so diesen, wie heißt das Ding jetzt nochmal? Hier dieses Konstruktionswerkzeug bauen kann. Dann muss ich mal gucken, vielleicht finde ich auch doch den zweiten Bauplan für den Seegleiter, dann kann ich den auch noch bauen. Was brauche ich denn für den eigentlich? Ach nee, da, ach, dann muss ich erst finden, stimmt. Und ja, eigentlich die Schwimmflossen.
Ich habe doch hier ein Seil. The fabricator draws from available data to provide environment appropriate equipment using locally available materials. For your safety, this setting cannot be overridden. Das ist wunderschön. Dann würde ich sagen, ist diese Folge an ihrem Ende. Es werden wahrscheinlich Folgen in entweder ein Tagesabständen oder zwei Tagesabständen kommen, das weiß ich noch nicht. Und ja, mal sehen, was so passieren wird. Damit würde ich erstmal sagen, haut's da rein. Bis zur nächsten Folge von Subnautica.